Das ist der Leierbach. Schaut euch das mal an, was hier abgeht. Und hohe Fließgeschwindigkeit, Leute. Das sieht man auch nicht alle Tage. Schaut euch mal dieses wilde Wasser an. Ich glaube, wir folgen dem Flusslauf jetzt noch ein kleines bisschen. Dann geht es rüber auf die andere Talseite zum Lüttringhauser Bach. Ja, der Durchlass hier ist natürlich wieder verstopft. Das war ja das, was ich damals schon prophezeit habe. Der ist einfach zu eng. Schaut euch das mal an, was hier an Wasser runterkommt. Hier wurde extra damals eine Furt angelegt, damit das überschüssige Wasser abfließen kann, was auch hervorragend funktioniert, wie ihr seht. Weil das Wasser bahnt sich von seinem Weg nach rechts durch die Büsche. Echt krass, was hier abgeht. Hier stand früher mal ein Kotten an dieser Stelle. Also ein kleines Hammerwerk. Hier muss der Leierbach eine Engstelle passieren. Das ist wie so eine Sohlseite, hier so eine Rampe. Schaut euch mal, was hier abgeht. Welch hohe Fließgeschwindigkeit dieser kleine Bach entwickelt. Wow. Das ist ja richtiges Wildwasser hier, Leute. Schaut euch das mal an, was hier abgeht. Nur 20 cm, da fließt da oben auf dem Land. Wahnsinn, Leute, das ist der Morsbach. Da habe ich vor 2 Jahren mal ein Video gedreht, das gibt es auch auf meinem Kanal zu sehen. Da bin ich hier mit dem Kajak gefahren. Allerdings nicht bei solchen Wassermassen, da kann man nur von träumen. Aber alleine ist natürlich lebensgefährlich sowas jetzt. Schaut euch mal an, was die Ufer überflutet werden. Als nächstes zeige ich euch den Zusammenfluss von Leierbach und Morsbach. Das ist hier hinter dem Stahlwerk, da fahren wir jetzt hin. Hier geht richtig die Post ab. Ungefähr 100 Meter vor uns seht ihr einen Fabriktunnel, wo sich das Wasser staut. Man sieht auch richtig, wie das Totholz sich davor auftaucht. Das richtig einstrudelt, das Wasser. Wahnsinn, Leute, was hier abgeht. Hier läuft das Wasser schon durch den ehemaligen Mühlengraben auf der linken Seite. Schaut euch das mal an, was hier los ist. Hier auf der linken Seite mündet der Leierbach in den Morsbach. Ihr seht, was hier unter dem Tunnel los ist. Ich weiß auch nicht, welchen Pegel wir jetzt haben, aber wir könnten mal den Referenzpegel gleich einsehen. Der ist hier hinter dem Stahlwerk, da können wir noch hinfahren, mal schauen, was da los ist. Schaut euch mal an, was sich hier für eine große Welle aufgebaut hat. Was da ein Treibholz mitkommt. Ich stehe jetzt hier auf der Straßenbrücke in der Haddenbach. Ja, da kann man jetzt nicht viel sehen durch die Bäume, es ist richtiges Wildwasser da vorne. Ich glaube, wir gehen mal auf die andere Straßenseite. Wie ihr seht, hohe Fließgeschwindigkeit, der Bach ist mega breit geworden. Ihr seht, die Kanalisation ist am Limit. Wow, schaut euch mal den Baum an, der da hinten mitten im Wasser steht, wie das Wasser dagegen fällt. Das ist richtiges Wildwasser, was hier abgeht. Aber auch brandgefährlich. Ich bin jetzt im Lüttringhauser Bachtal angekommen. Der Bach hier hat normalerweise eine Breite auch von ca. 2 Metern maximal. Schaut euch das mal an, wie breit der hier ist. Das Bachbett kann das Wasser gar nicht aufnehmen. Und was sich da für eine Welle gebildet hat. Was glaubt ihr, was da Sedimente verschoben werden? Schaut euch das an, was hier los ist, Leute. Da vorne hat sich ein Baum quer gelegt. Da stürzt das Wasser drüber. Wahnsinn, Leute. Der Bach ist teilweise schon 10 Meter breit. Das Wasser kommt aus allen Richtungen hier, von den Hängen runter. Schaut euch das mal an hier. Das geht hier schon übers Ufer drüber, von Richtung Weg. Enorm, was hier Wassermassen drauf sind. Hier die Straße, die führt zum Siraskotten in Remscheid. Lüttringhausen ist das. So sieht man diesen Bach auch selten. Hier von der linken Seite mündet hinter diesem Sammler, der hier drunter gebaut ist, der Lüttringhauser Bach.
Das hier ist der Morsbach von Remscheid-Lennep aus dieser Richtung kommen. Von rechts dort oben kommt noch ein Bach von der Autobahn. Das können wir uns da auch noch mal ein anschauen. Die Wiese ist hier schon zum Teil überflutet. Ja, hier haben wir schon eine neue Ausspülung. Ihr seht, dass hier noch eine Betonwand im Wasser steht. So, ich würde sagen, wir verfolgen jetzt gleich mal den Morsbach hinten Richtung Tackermühle. Da ist wahrscheinlich auch der Teufel los. Ihr seht, dass das Wasser zum Teil hier schon über die Wiese drüber läuft. Die Straße ist auch schon überflutet zum Teil. Das letzte Mal war das im Jahr 2008 so schlimm. Da hat es hier die Straße an der rechten Seite unterspült. Deswegen wurden hier L-Steine angebracht, wie man sehen kann, damit das in Zukunft vermieden wird. Also das ist schon 10 cm Wasser hier auf der Straße, Leute. Dann fahren wir mal weiter. Ich stehe jetzt ca. 300 Meter vor der Tackermühle. Und ihr seht, der Bach hier, das ist der Morsbach, der ist schon mächtig übers Ufer getreten. Das ist auch der Grund, warum da hinten wieder die Wiese und die Straße überflutet sind. Wow, ach du Scheiße, Leute. Das Wasser fließt ja schon über den Damm. Das letzte Mal war es 2008 so schlimm. Da drohte der Damm von dem Stauteich zu brechen. Hier vorne auf der linken Seite stürzt das Wasser über einen Wehr. Hier vor uns seht ihr das Jagdschloss, das ist ein Ausflugslokal. Und wie man unschwer erkennen kann, ist der Bach hier schon wieder mächtig über die Ufer getreten, hat jede Menge Reisig und Totholz mit sich gebracht. Das war das letzte Mal im Jahr 2008 der Fall. Da lief das Wasser so hoch über dieses Brückengeländer, da war die Durchfahrt hier komplett versperrt. Also die Wasserspitze ist schon weg. Ich will nicht hoffen, dass noch mehr Regen kommt. Aber bis jetzt halten sich die Zerstörungen ja in Grenzen. Auch gefährlich hier, ein Auto käme jetzt. Ich folge momentan dem Bachlauf Richtung Autobahn. Hier wurde ja vor kurzem eine Umflut um einen alten Teich angelegt. Früher lief das Wasser hier vorne durch. Der Bach vor uns kommt von der Autobahn runter. Ich befinde mich gerade ca. 300 Meter unterhalb des Sammlers von der Autobahn. Hier ist ein Sohlabsturz. Die Rinne da oben ist auch betoniert, wo das Wasser runterstürzt. Das muss mit einer ungeheuren Wucht hier durchgegangen sein und hat da vorne das Ufer stark unterhöhlt. Da hat sich sogar ein großer Riss im Erdreich gebildet. Ich aufpassen, nicht zu nah rangehen hier. Ziemlich gefährlicher Bereich. Schaut euch das mal an hier. Hier ist das Erdreich abgesackt und jetzt ist ein großer Riss gebildet. Ich stehe hier am Regenrückhaltebecken von der A1. Die Autobahn ist hier zur linken Seite. Hier rechts oben am Berg befindet sich das Industriegebiet Überfeld in Remscheid. Jo, das Becken ist komplett eingestaut, wie ihr seht, bis zum Rand oben. Der Überlauf hat bereits angesprochen. Also hier muss eine mächtige Welle abgegangen sein. Ich befinde mich jetzt unterhalb des Regenrückhaltebeckens der A1. Ihr seht, was hier ein Wasser runtergekommen sein muss. Hier haben sich richtig dicke Stämme an dem Durchlass verteilt. Noch mehr Stämme liegen hier an der linken Seite und ihr seht, wie sich das Wasser ausgedehnt hat und hier über diese kleine Brücke drüber geflossen ist. Zum Teil wurde auch hier das Erdreich abgespült. Also wir können vom Glück reden, dass da noch gut Wasser durchgeht. Ich bin jetzt ca. 500 Meter vor dem Regenrückhaltebecken der A1. Hier auf der linken Seite seht ihr noch die alten Durchlässe von einem ehemaligen Teich, der hier vor ein paar Monaten abgerissen wurde. Ihr seht das Wasser, was da oben von dem kleinen Bach hier hineinströmt. Ich laufe jetzt hier auf dem Damm von dem ehemaligen Teich. Hier wurde vor ein paar Monaten ein Durchbruch gemacht im Zuge einer Renaturierung. Ich will jetzt auch nicht zu nah daran gehen. Es könnte nämlich sein, dass das Erdreich hier unterspült ist. Das ist natürlich jetzt ungünstig, weil das Wasser von der Autobahn ungehindert hier ins Tal schießen kann, ohne irgendwie noch großartig zurückgehalten zu werden. Es wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen, an diesem Teich eine Drossel einzubauen, genauso wie das Regenrückhaltebecken, um an der Autobahn funktioniert. Naja,